willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und an all die Leute, die immer noch sagen, Stefan, Alter, deine Frisur sieht aus, als wärst du so ein alter Opa, ey. Halt dein Maul. Wobei, eigentlich ist es mir auch scheißegal, weil ich fühle mich damit relativ gut, abgesehen bis auf die Kommentare immer wieder. Leute, das muss erstmal rauswachsen, deswegen, man sieht sehr wahrscheinlich schon ein bisschen, meine roten Haare, die kommen sehr wahrscheinlich schon ein bisschen durch. Ich habe mir heute mal gedacht, ein paar Snaps oder einfach ein paar Videos zu schicken. Per Snapchat. Benutzt eigentlich noch jemand Snapchat? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr benutzt, Insta-Story oder Snapchat. Beides hier natürlich verlinkt, Insta und Snapchat. Also ich bin persönlich für Insta-Story, weil es macht irgendwie mehr Spaß. Irgendwie, da hat man, keine Ahnung, das irgendwie besser. Aber ich habe euch trotzdem gefragt, ob ihr mir ein paar Snaps schicken könnt und mein Handy rastet schon wieder richtig aus. Alter. Okay, Leute, heute eine kleine Folge Yo Steffi, sehr wahrscheinlich. Ich gehe doch wieder ein bisschen zurück. Ich würde mal sagen, fangen wir an mit dem ersten Snap von TimN14 und der sagt oder fragt: Stefan, ich würde gerne von dir wissen, welche Games du so in deiner Freizeit zockst, falls du welche zockst. Und zwar das beste Spiel Battlegrounds. Jawohl, Junge. Das ist so das, was ich im Moment mit meinen Kumpels so nebenbei zocke. Nächste Frage von Mate 1385. Wann drehst du mal wieder an den Check? Komm, wir haben ein paar geile Videos in der Pipeline. So sieht die Vorproduktion aus. Das kommt aber bald erst online, weil mega viel Arbeit im Schnitt und alles. Aber Leute, seid gespannt. Charlie 2407 sagt, fragt. Ist ein Urlaub geplant mit Cheng? Oh, Alter! Es gibt ja immer die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren und vielleicht in Zukunft werden wir den einen oder anderen Trip machen. Vielleicht auf meinem Fahrrad. Bibi Klang fragt. Was machen die für Snaps? Alter, den snap ich jetzt erstmal zurück. Der Snap kommt vom lieben Henning. Schöne Grüße und der macht das hier. Felix DK fragt oder sagt: Yo, Steffi, hast du nicht mal Bock, dir auch ein Tattoo stechen zu lassen? Oh, das ist aber mal eine gute Frage. Ich hab ja noch ein Tattoo, wenn die einen oder anderen sich erinnern können. So, machst du dir schon mal so ein Aufschlag verschmieren? Ja, wunderbar. Irgendwie bei mir ist es so, ich schaue Tattoos irgendwie lieber an anderen Leuten, dann sage ich, das sieht aber gut aus. Bin aber selber so eher so, nee, das tut so weh. Frank, Tammy, 207, sagt. Kommt dieses Jahr noch eine Longboard-Tour oder kommt dieses Jahr nichts mehr? Oder kommt dieses Jahr nichts mehr? Stefan, deine Videos waren früher viel witziger, als du Pranks gemacht hast. Die Videos sind scheiße, ich deabonniere jetzt erstmal. Immer, wenn ich ein Video hochladen, gibt es immer sofort schöne 200 D-Abonnenten. Das macht mich auf jeden Fall richtig glücklich. Nicht! Aber ich versuche immer weiterzumachen, egal was ist. Deshalb. Achso, Longboard-Tour. Ich versuche auf jeden Fall noch was zu machen. Ich versuche da gerade so ein paar Leute zu fragen, deswegen bleibt immer noch am Ball. Janina Epting. Hi Stefan, meine Frage an dich ist: könntest du mal so ein Kinderbilder von dir nachstellen? Video drehen, sei mega cool und. Kinderbilder nachstellen. Das ist mal eine gute Idee. Aber ich habe mal ein Video mit Kindervideos gemacht. Das war lustig. Boah, Alter. Was mache ich hier? Hier, Fock. Yo, Steffi, was geht? Du kennst das Problem, wenn man so hässlich ist für Snapchat und für dein Video. Ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar interessierst du dich für Fußball und wenn ja, welcher Verein? Das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich gar keinen Lieblingsverein. Ich gucke Fußball unheimlich gerne, aber spiele es noch lieber, wie ihr ja aus meinen Videos kennt. Ich will unbedingt auch wieder Fußball-Challenges machen und alles, aber hier in Köln ist es ein bisschen schwierig und alles deswegen. Aber in Zukunft wird auf jeden Fall noch mehr in diese Richtung kommen. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Merle, Chris, Bragg. Wie war es bei Rock am Ring? Das war eine sehr kurze, gute Frage und ich muss sagen, Leute, Rock am Ring. Das ist das Geilste, was es überhaupt gibt. Ich habe so coole Leute kennenlernen dürfen. Ich war da ja mit Rockstar Energy und das war einfach, keine Ahnung, die waren so geil drauf. Ne? Das waren wie so Kumpels für mich auf einmal. Es hat mir mega Bock gemacht, die Leute, Rock am Ring, alle mega gechillt, die Musik war gut. Fand's richtig nice. Nächste Frage. Jo, Stefan.
Wie geht's? Im Moment, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt, aber ich bin so ein bisschen gerade in so einer kleinen Findungsphase, um noch genau zu wissen, was ich jetzt wirklich machen will und so. Deshalb seid mir nicht böse, wenn jetzt mal hier und da so ein Video kommt, bla bla. Ich probiere ein paar Sachen aus. Geht's im Moment nicht so geil aufgrund ein paar Sachen, aber das ist eine andere Sache, die soll jetzt hier nicht Thema sein. Deswegen machen wir weiter mit Chris2529. Jo, Steffi, wann kommst du und Jay mit Sabibo einmal nach Wien? Nach Wien? Ich glaube aber mal bald. Nee, Österreich finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ich war ja da auch im Urlaub. Das war richtig nice. Wir sehen uns bald in Wien. Nächste Frage von Schalalala3. Stefan, ich wollte dich fragen, ob du nochmal eine Longboard-Tour machst. Die Frage hatte ich schon, alle. Floatjacks. Was hast du dir dabei gedacht, als du die ganzen Bilder zum Beispiel für die Apes und so gemalt hast? Was habe ich mir dabei gedacht? Was denkt man dabei? Das! Hi Stefan, meine Frage lautet an dich. Könntest du vielleicht wieder ein paar Musical.ly's nachstellen? Maya Witt fragt. Also ich finde es komisch, aber wenn du ein Stock wärst, wärst du dann wieder eine Apfel oder eine Ananas? Weil ein Stock ist halt schon ein bisschen langweilig. Oder ein Baum. Was sind das für Fragen, Alter? Aber auf jeden Fall schon mal Respekt an euch, dass ihr so viel geschickt habt, Alter. Mein Handy, das explodiert hier einfach gerade. Kannst du ein Salto? Nein. Würdest du deine Haare auch in einer anderen Farbe färben? Und wenn ja, welche wäre es dann? Meine Haare nochmal färben? Ich glaube, ich weiß nicht. Die ist, glaube ich, nicht so gut bei euch angekommen. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch ganz okay. Ich würde es, glaube ich, nicht nochmal färben. Und wenn, dann irgendwie nur so ganz feine blonde Spitzen oder so irgendwas. Also, es tut mir leid. Ich glaube, ich färbe mir nicht nochmal die Haare. Sorry! Jetzt habe ich sie verloren. Nein! Ich wollte antworten! Nein! Alter, so viele Spasten dabei. Jerry, was machst du eigentlich bei dem Wetter so? Das Geile ist, ich sitze hier in der Bude und film Video. Aber das auf jeden Fall nur für euch, Leute. Ich werde morgen noch nach draußen gehen und als wäre das so ein Mega-Event. So. Nächstes Mal kommt ein Kunstvideo online, ein sehr spezielles, einfach weil ich da gerade Lust drauf habe. Wie gesagt, weiß nicht, irgendwie ist gerade ein bisschen schwierig für mich, deswegen verzeiht, wenn mal kein Video kommt oder beziehungsweise wenn irgendwas anderes kommt, was ihr vielleicht nicht erwartet und so. Deswegen, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, das würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt gerne hier den Kanal gleich abonnieren in diesem runden Kreisding und auf mein letztes Video klicken und mich würde sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein, ciao.